Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch den neuen Frozen Money Glitch zeigen. Dieser Frozen Money Glitch ist leider nur für die PlayStation 4. Ebenso braucht ihr noch Safe Wizard und das gemoddete Safe Game. Das gemoddete Safe Game werdet ihr auf jeden Fall auch bei mir in der Videobeschreibung finden. Und dann würde ich sagen, wenn ihr euch das Safe Game auf den USB-Stick gemacht habt, dann lasst uns auch direkt losstarten. Ihr geht dann einmal in die Einstellung, dann geht ihr auf Verwaltung der von den Anwendungen gespeicherten Daten im Systemspeicher. Dann gehen wir einmal auf Löschen und löschen einmal den Autosave raus. Das Profil könnt ihr auch rauslöschen, nur wichtig, der Spielstand mit der Prozentzahl dahinter muss auf jeden Fall drin bleiben. Wir gehen dann weiter auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät, in Systemspeicher kopieren und kopieren uns nun einmal das gemoddete Safe Game auf unsere PlayStation. Haben wir das dann gemacht, dann können wir das Spiel ganz einfach starten, indem wir das Spiel dann kalibrieren. Das heißt jetzt, wenn die Bikini-Frau erscheint, einfach L1 und E1 drücken. So, seid ihr dann im Story-Modus angekommen, werdet ihr mit dem gemoddeten Auto spawnen, ist auf jeden Fall perfekt. Ihr geht einfach auf Options, auf Online und startet einfach irgendeine Sitzung. Dort in der Sitzung angekommen, begibt ihr euch einfach zu irgendeiner Garage, da wo ihr auch die Deluxus drin haben wollt. Kauft euch am besten nur Deluxus für den Frozen Money Glitch. Und wichtig ist, ihr müsst das Geld auch verfügen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, das Geld wird jetzt abgezogen bei mir. Ihr seht jetzt, wenn ich den Deluxus kaufe, das Geld wird abgezogen, aber ihr bekommt das Geld hinterher auf jeden Fall zurück. Nur wichtig ist, ihr dürft die Internetseite nicht schließen. Das ist wirklich ganz wichtig. So, ich kaufe mir jetzt einfach mal gerade hier schnell 3 Deluxus. Ihr seht, das Geld wird abgezogen. Ich habe jetzt nur noch 67 Millionen drauf. So habt ihr euch dann genug Deluxus gekauft. Dann müsst ihr einmal die Anwendung anhalten, indem ihr einfach entweder Spotify oder YouTube einmal startet. Die Anwendung einmal kurz anhalten. Dann werdet ihr diese Meldung bekommen. Werdet dann wieder in den Story-Modus geladen. Und vom Story-Modus starten wir dann einfach wieder irgendeine Sitzung. So, seid ihr wieder gespawnt, werdet ihr sehen, ich habe jetzt wieder die 77 Millionen von vorher und die 3 Deluxus bei mir in der Garage stehen. Um die Deluxus jetzt final abzuspeichern, müsst ihr einfach die Autos einmal komplett einmal umplatzieren. Einmal komplett durchskippen. Habt ihr es dann gemacht, öffnet ihr einmal das Interaktionsmenü. Switcht einmal das Outfit, so dass die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommt. Und nun habt ihr die Deluxus abgespeichert. Das heißt, die Deluxus sind jetzt auch da, wenn ihr GTA wieder neu startet. Und Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.